Rückblickend, welche großen Erfolge, großen Enttäuschungen haben Sie erlebt? Die großen Erfolge habe ich ja bereits zum Teil erwähnt. Das war, dass wir in der DDR die systematische Bodenuntersuchung weiterführen konnten, dass wir unsere Böden weitgehend aus Mangelbereichen in den ausreichenden Bereich überführen konnten und Ende der 80er Jahre so weit waren, dass fast alle Böden in der ehemaligen DDR und den heutigen neuen Bundesländern ausreichend mit Mineralstoffen versorgt waren. Das war ein großer Erfolg. Der zweite Erfolg war, oder dass seitens der Humanmedizin auch inzwischen immer mehr erkannt worden ist, dass neben Kalium, Calcium, Eisen und Phosphorsäure auch Magnesium wichtig war und vor allen Dingen später auch die Spurenelemente. Denn wenn man Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre mit Humanmedizinern über Magnesium gesprochen hat, wurde man leicht belächelt oder es wurden irgendwie dumme Bemerkungen gemacht. Aber heute ist es doch weitgehend schon auch in der Humanmedizin alltäglich geworden, dass Magnesium auch Frauen oder Kindern, kranken Kindern gegeben wird, vor allen Dingen Zappelphilipp-Kindern. Und Gynäkologen geben heute Frauen in anderen Umständen schon Magnesium und Folsäure. Das ist schon ein ganz großer Fortschritt. Eine große Enttäuschung war aber, dass nach der Wende die staatlichen Beratungsstellen, die am Institut für Jena für die Landwirtschaft konzentriert waren und in Leipzig, dass die sich allmählich auflösten oder anderen Aufgaben zugeführt worden sind, sodass die Ergebnisse, die wir einmal erzielt haben, sind wieder, wie man so schön sagt, etwas den Bach heruntergehen. Denn viele Böden, die damals Ende der 80er Jahre ausreichend mit Mineralstoffen versorgt waren, zeigen heute schon wieder Magnesiummangel und vor allen Dingen auch Mikronährstoffmangel. Das ist natürlich eine Enttäuschung. Und dass heute sehr viele Berater, die diese Zusammenhänge der Mineralstoffdynamik im Boden, ihre Aufnahme durch die Pflanzen und ihre Bedeutung für Gesundheit von Menschen und Tieren noch nicht richtig erkannt haben und lieber Pharmaprodukte anwenden, um irgendwelche Krankheiten zu beseitigen. Und vor allen Dingen ein ganz wichtiger Punkt ist, dass heute immer mehr Pflanzenschutzmittel angewandt werden, die nicht notwendig wären, wenn die Pflanzen ausreichend und vor allen Dingen in einem ausgewogenen Verhältnis mit Mineralstoffen ernährt werden. Es gibt genug Beispiele, wo Schneeschimmel und wo Mehltau und so weiter durch ausreichende Bohrversorgung, ja selbst wo irgendwelche Insekten durch ausreichende Gehalte an bohrenden Pflanzen wie der Rapsglanzkäfer reduziert werden können, das Kalium, das Auftreten von Napsschildläusen an Laubbäumen verhindert und so weiter, die gibt es alle. Und es wäre besser, die Böden unter die Pflanzen mit ausreichend Nährstoffversorgung als komplizierte Pflanzenschutzmittel anzuwenden, die sich oft nachteilig auch noch für Mensch und Tier in der Nahrung auswirken könnten.